So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. So, ich muss noch mal ganz kurz den Weg wieder zurücknehmen hier. Hatten wir beim letzten Mal aufgehört? Weiß ich gar nicht. Zwar sammle ich mir gerade Sachen zu sein. Ich habe... Zu sein ist auch nicht schlecht. Zusammen, da ich nicht genügend Sachen für mein Segelboot habe. Lass mal ganz kurz noch was futtern. Ach, nimm doch mit, Mann. So, dann können wir erstmal schnell essen. Da ich mir ja jetzt einen Floß zusammenbaue und ich will das eigentlich aus drei Teilen machen. Wo ist denn jetzt mein erstes Teil? Also auf meiner Hauptinsel, da liegt mal hier ein Schweinchen. Die Schlangen sind weg. Ich habe sie alle ausgerottet. Hier waren ja jede Menge Schlangen auf dieser Insel. Und ich habe sie in Mühe, Arbeit, habe ich sie alle vernichtet. Yeah. Lass mal ganz kurz die nochmal zusammensammeln hier. Brauchen davon auch jede Menge. Ich habe mir schon auch einen Loom gebaut. Um auch selber Stoff herstellen zu können. Aber wir müssen ja auch irgendwie Seile herstellen können, ne? Also Loom gleich Webteppich. So. Oh. Nase juckt. So, wo ist denn jetzt mein erster Teil vom Dings? Vom Floß? Ich glaube, auf dieser Insel müsste es noch eine Schlange, glaube ich, geben. Ja, wir brauchen... Hä? Ach, da hinten. Ist es das? Nein. Ich hatte... Ich weiß gar nicht, wo das ist. Aber hier habe ich aus Reifen... schon mal angefangen, mir einen Fluss zu basteln. Ja, klar. Genau, hier liegen ja auch schon die Dinger. Die wollte ich dafür benutzen. Da haben wir es doch schon. So, lass mal versuchen... schon mal herzustellen. Was brauchen wir jetzt noch, um ein Deck herzustellen? Weil lass mal ganz kurz gucken. Wir brauchen... Farm. Da müssen wir uns auch mal was machen, dass wir was Vernünftiges machen können. So, ich habe aus Planken... Oh, ich brauche noch zweimal Planken, gar kein Seile. Das ist doch gut, oder? Das ist okay. Achso, den... Oh Mann, manchmal verdrücke ich mich noch. Ach, den haben wir gleich ausgerüstet in der Hand. Das macht er automatisch. Nicht schlecht, oder? Dann lass mal die Planken eben mal mitnehmen. Können wir hier schon zusammenbauen, wenn wir die angucken. Oh, Cooldown, ja. Ist ja gut. Jetzt kriegen wir gleich Sonnenbrand und so ein Scheiß, ne? Da, das sind doch die Planken, ne? Genau. Ah, Bau. Haben wir Bau gebaut, ja. Na komm. Och man, mach das doch nochmal. Wieso, hä? Was ist denn da los? Ach so, hat er tatsächlich schon hergestellt. Na dann los. Dann können wir uns mal gleich irgendwie ein Segel zusammenpicken. Und die Teile, ich habe nämlich auf der anderen Insel auch nämlich noch einen Teil vom Floß schon. Mit Überdachung. Wegen Sonnenbrand und so ein Scheiß. Die Teile versuche ich zusammenzupicken. Das heißt, ich muss noch mal ein drittes Element irgendwie herstellen. So, pass auf, die nehmen wir mal mit. Da können wir ja sowieso gerade was machen. Wenn wir mal Pipi finden, sollen wir mal Pipi mitnehmen. Einfach mal nur, damit wir es haben oder vielleicht irgendwie anpflanzen können. Aber hier, davon mache ich erstmal jede Menge. Aber mal von überall her mal was mitnehmen. Huch, was, hä? Okay, meinetwegen. Genau. So, dann lass mal checken kurz. Es sind hier tatsächlich keine Schlangen mehr auf dieser Insel. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, die spawnen neu oder so. Hat man ja sonst... Ja, ich bin noch cool down. So. Wir brauchen ein Ruder. Dafür fehlt uns zweimal solche Knüppel. Und zweimal solche Knüppel für ein Segel. Ausgezeichnet. Warte mal. Da. Perfekt. Reicht die Entfernung zufällig? Das wäre natürlich der absolute Hammer jetzt, ne? Haha, nö. Wir können uns Plane herstellen? Wie, was, wie? Achso. Das ist eine Plane, ja genau. Wir können uns Plan halt herstellen. So. Mal ganz kurz. Da haben wir unser Segel. Was ist das denn? Okay, damit können wir tatsächlich auch schon anfangen, jetzt uns eine Hütte zusammenzubauen. Brauchen wir jetzt aber gerade nicht.
In die Richtung? Ne, das ist ja gar nicht verkehrt, ne? Warte mal. Ich weiß nicht. Wow. Nicht schlecht. Kann man so ein bisschen stolz drauf sein. Vielleicht können wir auch endlich mal unser scheiß Gummiboot hier stehen lassen. Weil das ist ja echt eine Krücke, ne? Nase juckt. Ey, ich habe schon wieder mein Messer abgelost, ne? Es ist unfassbar. Das Problem mit den Messern immer. Ich habe es eine ganze Zeit lang behalten. Jetzt ist es weg. Wieder mal. So. Jetzt füllt es noch ein Ruder. Na komm. Na also. Brauchte gar nicht mitnehmen, sondern einmal angucken und dann geht das schon. So, wo ist unser Ruder? Moment, wieso können wir hier kein Ruder machen? Boah, Alter, meine Nase kribbelt. Da. Was fehlt uns? Haben wir noch alles? Sehr gut. Also, da man so sieht, wäre das jetzt hier vorne. Genau, und das ist hinten. Ah, warte mal, da war das doch. Na komm. Hä? Okay, warte mal. Hä? Oh komm, gib mir doch mal eine Chance, ey. Ich werde schon wieder dunkel gleich hören. War doch erst jetzt nachts. Vielleicht stelle ich mich mal auf den Ding rauf. Komm, Ruder. Ey, wir brauchen Ruder. Ohne Ruder wird es nichts. Oh! Irgendwas ist im Weg. Was könnte das bloß sein? Warte mal. Ach scheiße, ich kann das Ding nicht mal abwerfen einfach, ey. Ich hätte es aber gerne mal vernünftig angelegt jetzt hier. Das ist doch kacke, was soll das denn? Scheiße, Mann! Ich hätte auch gerne mal die Möglichkeit gerne genutzt. Einfach mal. Ich kann nichts machen. Da diesen Punkt erwische ich nicht, wenn das... Jetzt! Wuhu! Entschuldigung, die Freude war für mich zu groß. Okay. Haben wir noch irgendwas Wichtiges da hinten drinne? Vögel, wir müssen uns mal mehr Sachen bauen. Was? Ja, ist doch gut. Ach, das schreibt ihm jetzt 35 mal auf. Können wir das Ding denn auch ziehen? Geil. Okay, alles geil. Okay, was machen wir hiermit? Wie können wir das Segel spannen? Unser Segel aufstinksen? Okay, cool. Also. Irgendwo haben wir hier unser Messer gelassen. Wir brauchen aber noch von diesen kleinen Palmen auf jeden Fall jede Menge nochmal. Damit wir noch mehr Dinge herstellen können. Huch, da, guck mal, da ist schon wieder eine. Wir ziehen das Ding einfach. Guck mal, jetzt die Axt auch weg, ne? Das finde ich nicht so nett. Wo ist meine Axt? Darf ich fragen, wieso? Scheiße, alles wieder neu bauen hier. Brauchen wir, was brauchen wir nochmal? Stöcker, ne? Oder nochmal einen Stein? Warte mal, jetzt muss ich nochmal gucken, wie dieses scheiß Messer zusammengepiekt wird. So. Ja. Nochmal einen Stock und dann eine fucking Axt nochmal bauen, ey. Dafür brauche ich zwei solche Dings. Oh. Wieso finde ich auch meine Axt, ne? Da. Hä? Moment. Wo ist denn jetzt mein... Wo, hä? Wieso kann ich denn nicht... Wieso kann ich denn nicht... Messer? Doch. Na, mir fehlt noch so ein Ding da. Seilbumsen. Hab ich nicht. Warum eigentlich nicht? Also, mach ich doch einfach mal.
Genau. Und jetzt können wir uns ein Messer herstellen. Fantastisch. So, was brauchen wir nochmal, um eine Axt herzustellen? Ich habe gerade... Okay, wir brauchen zweimal Rocks. Lass mal kurz speichern, das ist eine gute Idee. Falls wir dann doch unerwartet vergiftet werden. Ich verstehe nicht, warum ich immer permanent das Messer abluse, ey. Das nervt mich total an, ey, wirklich. So, hier haben wir nochmal schon mal so einen Stick. Das Sticky Dick. Komm her. Und. Ja. Brauchen wir das nochmal? Ja, warum eigentlich nicht? Guck mal, da hinten die Grafikfehler. Hübsch, ne? So, pass auf. Pass auf, wir brauchen nochmal so ein Seil. Herzlich. Lass mal Taschenlampe machen. Ist ja sehr dunkel auch. Dann brauchen wir noch einen Rock. Zwei Rocks. Wir müssen zwei dieser komischen Tools herstellen. Was bist du? Kann ja nicht schaden. Nehmen wir mal mit. Brauche sowieso nachher viele Sticks, weil die nächsten möchte ich gerne... Wobei, ich müsste hier eigentlich auch noch irgendwo... Dann könnte man das ja mal testen. Reifen im Meer haben. Und wenn wir Reifen im Meer haben, die könnten wir doch noch ein zweites Teil davon bauen. Und zusammenfügen mit unserem Floß. Das wird auch schon mal ziemlich cool, oder? Wir hatten so einen Rock, ich sehe schon. Das ist Kokosnüsse. Da, komm. Schon wieder Durst, obwohl ich gerade dieses Dings genommen habe. Haben wir irgendwas Probleme gerade irgendwie? Oh, Alter, aber ist gleich so leer. Dehydriert. Oh, komm, dann lass uns mal ganz kurz. Warte mal, einmal ganz kurz. Rock, 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 rock. Nimm mal mit. Sehr schön. Hier müssen noch jede Menge Kokosnüsse sein. Da haben wir das schon. Das ist doch eine Insel voll Kokosnüsse. Wir brauchen dafür... Na, warte mal. Ach, halt doch die Schnauze, dein Handy. Warum nicht? Wegen kein Platz. Ach, herrje. Weißt du was? Wir schmeißen erstmal hier diese scheiß Stockwerke. Oh ja, wisst ihr was? So langsam reicht es mir, ne? Das muss ich jetzt ehrlich mal erzählen. Das darf doch nicht sein, oder? Hier. Schmeiß die Steine auch weg. Da können wir das alles nachher zusammenpicken. Du sollst sie wegschmeißen. Dankeschön. Damit wir vielleicht nochmal leben dürfen. So, wo ist meine Kokosnuss? Da. Was war das denn dahinter? Die Kokosnussschlange. Nun komm, Yucca im Weg. Ich glaub's nicht. Komm, gib mir doch mal diese fucking Kokosnuss, Mann! Entschuldigung. Ich habe so ein bisschen die Beherrschung verloren. Bleib hier. Komm, nimm doch mit. Mm. Ja, vielleicht dehnen wir die auch gleich nochmal. Ah, komm, essen wir. Ich glaube, das mit dem, so schnell Durst hat, liegt daran, weil ich so viel renne. Wenn man so viel rennt, kriegt man viel Durst. Wieso kann ich die jetzt nicht mitnehmen, mein Gott? Ach, diese. Ich wollte gerade ein böses F-Wort sagen. So. Wo ist meine Taschenlampe da? Ganz schön viel Shit dabei, ne? Wir müssen nochmal so ein zweites Tool erstellen gleich. Wo ist die nächste Kokosnuss? Da ist noch eine Kokosnuss. Kommen wir da so ran? Ne, müssen wir auch klettern. Ich bin da gerade wirklich runtergefallen, ne? Ja, stell dir mal vor, das passiert so auf so 30 Meter Palme, ey. Ist nicht mehr viel. Damit leben und so. Warum komme ich da nicht ran? Kann man um die Ecken klettern? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Verdammt, wo ist die denn eigentlich? Bis ich da die Kokosnuss wieder habe, habe ich gleich wieder neu Durst, ne? Wollte ich nochmal ganz kurz hinzufügen.
Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. Wieso fahre ich denn? Weißt du was? Bleib hier. Na komm. Mach auf! Entschuldigung. Nein, noch müssen wir die nicht. Erstmal müssen wir die aufsammeln, genau. So, schmeiß den Scheiß mal weg eben. Draußen meint eine Taube, einfach mal zu singen. Wenn man das denn so nennen kann. So, warte mal, wo ist denn jetzt das Zeugs, was ich hier gerade alles hatte? Oh, das nervt doch total, ey. Wo ist das Zeug? Hä? Da. Genau. Dann lass mal hier mal den Stick mit zuschmeißen. Wir brauchen noch einen, ne? Das ist aber ein Rock, den brauchen wir auch noch dafür. Ja, cool. Machen wir Kuhn. 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 Sehr schön, wie wir das gekuht haben. So. Nice. Jawohl. Das ist doch mal was Schönes. So, jetzt will ich mal die Planken mal mitnehmen. Die will ich zum Fluss hinlegen und gucken, wo die anderen Reifen abgeblieben sind. Verdammt, wo waren die? Guck mal, hier gibt es ein Schwein. Zu unserem Fluss, ne? Richtig, genau. Weil die Reifen waren nämlich da in der Nähe von unserem Fluss. Ich dachte, genau, das unterlass es doch einfach mal. Lauf doch einfach mal nicht. Geh doch mal ganz gemütlich, in aller Ruhe. Keiner hetzt dich. Das Problem ist immer dieses Nicht-Ankommen-Gefühl, ne? Hier gibt es auch jede Menge von diesen kleinen Palmen. Ich glaube, wenn ich andersrum gegangen wäre, ne? Oder mein Floß ist jetzt einfach hinfortgetrieben. So, warte mal, wo gab es denn... Wo habe ich die aus der Yacht genommen, die Reifen? Ich weiß, hier läuft Schwein rum. Hier werden wir auch nochmal wieder herkommen, um es zu jagen. Wenn unser Fluss in einigermaßen komplett ist. Bis dahin, wir drüben gleich auf der Insel sind, auf der anderen Insel, müssen wir gucken, dass wir die, einfach mal was jagen. So. Boah. So. Jetzt ist die Frage. Waren hier noch die Reifen irgendwo? Ich brauche erst nochmal Dings. Warte mal eben. Da komm doch. Hab ich nicht mehr. Ja, viel zu viel mit rumgeaßt. Wir brauchen nochmal Seile. Ach so. Ist ja schön und gut, dass man hier mal für Licht sorgen möchte. Wenn man das Licht nicht anmacht, dann kann man nichts sehen, ne? Mann, nur die kleine Palme. Können wir jetzt nochmal neu machen? Ach, komm schon. Man denkt sich auch nichts dabei, ne? Wenn auf einmal das Messer weg ist. Also, beziehungsweise, dann merkt man, dann denkt man sich schon was dabei. Aber bis dahin soweit. Ah, guck mal, jetzt noch. Ja. Weißt du was? Ja. Bundesliga. Ja. Wo ist es hin? Ist es weggebackt? Da. Viermal brauche ich für einen, ne? Richtig. Ich hatte hier noch Reifen. Ich hoffe nur nicht, dass sie irgendwie ins Meer hinausgetrieben sind. Weil die schwammen nämlich ohne was durch die Gegend. Das wäre natürlich sehr dramatisch, finde ich. So. Ja, das auf 5 habe ich jetzt. So, okay. So, nun ist die Frage. Wenn wir die jetzt nochmal sehen könnten, das wäre richtig fantastisch. Die musste ich tatsächlich damals noch im Wasser zusammen craften. Mit viel Craft. Hat mich sehr viel Craft gekostet. Wir müssen uns noch einen Anker bauen und. Himmel, Himmel, Himmel. Aber nicht auf dem Teil, da haben wir genügend.
Wir bauen das Floß einfach dann da vorne ran. Das ist gigantisch lang. Und dann bauen wir uns Seitenteile. So. Trauen wir uns einfach mal zu schwimmen im Dunkeln. Ich habe viel mehr Angst, dass ich wieder in irgendwas Gift rein plumpse als vom Hai. Man sieht hier wirklich gar nichts, ne? Ja, hoch jetzt. Also. Ich bin hier einfach reingebackt. Kann man die Reifen hier irgendwo sehen? Das wäre so interessant, ey. Ich kann eine Insel sehen. Das ist schon mal klasse. Oh mein Gott, ich hätte so gerne die Reifen noch einfach. Oder sind die wieder neu zusammengefärcht da unten? Das glaube ich aber nicht. Ist es möglich? Weiß ich nicht. Waren die denn innen oder draußen? Was ist das denn hier? Oh, cool, hier war ich noch nicht drin. Guck einer an. Okay. Oh, ich habe die Orientierung verloren. Nicht auf dem Meer hinaus. Jetzt habe ich ein bisschen Angst vom Hai. Ja, gerade irgendwie die Vorstellung gehabt, dass er jetzt hinter mir her schwimmt, ey. Also war das nicht hier oder was? Aber wo habe ich den denn? Ich meine, hier gibt es ja genügend Wracks. Aber weil das hier so nah dran ist, dachte ich so einfach, das muss doch von hierher kommen. Da, guck mal, da ist der Scheißhai schon, dieser Affe. Affenhai. Fuck, Mann. Man kann nicht mal vernünftig planschen im Wasser, ohne dass man... Aber echt jetzt mal, Real Talk. Wo ist denn jetzt... Guck mal, wie weit der weg schon. Der wartet hier richtig zwischen Land und Boot auf mich. Der weiß genau, wo ich hinschwimmen muss, ey. Das ist aber ein Lümmel, hä? Was ist da denn? Doch eine Schildkröte oder so, ne? Mit den kleinen Speeren kann man aber auch keinen großen Fisch fangen, ne? Ach, wir müssen nochmal irgendwie Fischtraps und sowas alles bauen. Aber verdammt nochmal, wo sind die Fackreifen, ey? Ich wünschte mal, das wird jetzt mal wieder tags werden. So hätte man ein bisschen so mehr Überblick, ne? Und der Hai verschwindet einfach nicht, als ob er das weiß, dass wir oben sind. Ich schlag den Hai zu Brei. Das hat sich ja voll... Ja. Oh, ich wollte jetzt gerade voll ins Wasser hüpfen. Aber ich dachte, hey, warten wir doch einfach mal. Bis er seine Runde gedreht ist, jetzt, komm. Riskier es einfach mal. Kein Hai am Start. Kein Hai macht Quark. Okay, hu. Okay, huiuiui. Okay. Schade um die Reifen. Na, das kommt, das müssen wir nochmal irgendwie rausfinden. Also, wir warten mal, bis die Nacht vorbei ist. Dann melden wir uns wieder zurück. Macht, glaube ich, aber mehr Sinn, als statt jetzt hier irgendwie hier, ne, die ganze Zeit durchzuspielen. So, jetzt ist es tags geworden. Und ihr seht, das Wetter ist grausam schlecht. Beziehungsweise es klart jetzt gerade auf. Und ich habe auch das Schiff gefunden, wo ich die Reifen gefunden hatte. Nur das Problem ist jetzt gerade, ich kann mir vorstellen, bei so einem Wellengang, wie jetzt gerade gewesen ist, dass die Reifen wohl irgendwo ins Nirgendwo hin verschwunden sind. Jetzt ist die Überlegung nochmal ganz kurz, ob ich mir vielleicht aus Sticks einfach mal ein Floßunterteil baue. Und damit hinzufüge einfach. Weil hier ist nichts mehr mit Reifen. Es hat sich ausgereift. Fast gut, der Witz, ne? So. Die sind auch weg. Das ist natürlich echt ärgerlich. Ne. Ja, schade. Ach, guck mal, hier ist noch so eine Kiste und eine Planke, ne? Die sollten wir mal mit... Ne, doch keine Planke da. Gut, die Kiste nehmen wir auf jeden Fall mit.
Alter. Oh, das war knapp. Oder ein bisschen knapp. Das ist überaus wichtiger Shit drin. Ich glaube, diese Kiste, na, die lasse ich mal hier ganz kurz eben. So viele Kisten kann ich gar nicht. Da lass uns doch einfach nochmal einen Floß bauen. Aus Sticks einfach. Ich habe bloß einfach nur das Gefühl, dass sowas aus Reifen und so, dass es einfach besser hält und besser schwimmt. Vielleicht auch ein bisschen schneller oder so. Da mag ja auch vielleicht näher drum sein, aber hey, guck mal, hier gibt's noch ein Fernglas und so. Und die Motorradteile. Motorradteile ist auch nicht schlecht. Motorteile. Gut, dafür brauchten wir. Jetzt geht's nämlich los. Jetzt müssen wir sammeln. Es wird schon wieder nachts. Es ist unfassbar, ne? Ja, schade. Die sind echt weg, ne? Die Reifen. Und diese Kügelchen, die finde ich jetzt auch nicht. Und hier ist nicht. Ist hier noch irgendein Wrack denn? Ach, wisst ihr, wir bauen das jetzt einfach aus Dings zusammen. Das, was auf der anderen Seite der Insel ist, ist auch aus Dings. Also folgedessen, wenn wir sehr viel Dings haben, dann haben wir eben halt sehr, sehr viel Dings. Das ist eben halt so. Was wären wir ohne sehr viel Dings? So. Vielleicht haben wir noch Platz. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man die Dinger vernünftig hinstellen kann. Also ich weiß es nicht. So. Schisser Hund. Geh ab jetzt hier. Das ist nicht dein Platz. Das ist Härchens Platz. Und Frauchen hat noch nicht die Tapeten geschnitten. Frauchen ist ein bisschen faul, das ja. So. Moop. Das war verkehrt. So, lass uns dann einfach mal ein paar Äste weghacken. 14 Stück, sagte ich, ne? So, schupp, mal gucken. Da. 14 Stück. Guck mal, das hätte ich ja gerne gebaut, ne? Aber das wäre natürlich auch nicht schlecht. Davon habe ich 4 auf der anderen Insel. Ah, man kann einfach nicht alles haben, ne? Geht nicht. 14 Stück. Gut, dann mal los. Dass er automatisch einen Hammer rausholt, ist einfach der Obershit, ey. Wirklich. So. Wir sammeln jetzt jede Menge Sticky Line. Denn die Stickies sind klein und fein. Wir brauchen die für unser Boot. Denn so langsam ist die Schwimminsel auch tot. Ich bin nur froh, dass ich alle Schlangen hier kalt gemacht habe auf dieser Insel. Das hilft nämlich doch ein bisschen. Wisst ihr was? Das bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt mit euch hier... Komm, nimm mit. Gucken wir doch gleich rein einfach. Weil es sieht ja sehr schön aus hier. Aber... Nee, wenn ich das Ding zusammengepiekt habe, dann bringt es, glaube ich, mehr. Ne?